Aufgabe der Grundsicherung ist es, jenen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, die sich in einer Notlage befinden und daher eine Hilfe bedürfen. Finanziert werden die Sicherung des Lebensunterhaltes, die Sicherung der Wohnungskosten und insbesondere die Sicherung der Kosten im Krankheitsfall. Seit dem neuen Landesgesetz heißt diese Unterstützung nicht mehr Sozialhilfe, sondern Grundsicherung. Alle Bürger der Stadt Innsbruck haben in einer Notlage das Recht, entsprechende Anträge im Sozialamt einzureichen. Wir haben also insgesamt 3.500 Antragsteller, die also rund 5.000 Personen betreffen, weil ja zu den Antragstellern dann auch die Familienangehörigen dazu bekommen. Und es ist so, dass wir doch etwa 11,5 Millionen Euro im Jahr ausgeben für die Grundsicherung. Das heißt also Sicherung des Lebensunterhaltes, Ernährung, Wohnen und Gesundheitskosten. Das ist also doch ein sehr ansehnlicher Betrag. Die Grundsicherung verschlingt viel Geld, aber dieses Geld stellt Eugen Sprenger gerne zur Verfügung. Es ist das letzte soziale Netz, das wir in unserer Gesellschaft haben. Und gerade in schwierigen Zeiten, so wie jetzt Wirtschafts-Finanzkrise, wo also die Arbeitslosigkeit steigt, wir haben ja eine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr bei der Arbeitslosigkeit von 1,2%, liegen derzeit bei 6,3%, ist es wichtig, dass wir dieses, wie gesagt, letzte soziale Netz haben, wo einfach Menschen dann auch die entsprechende finanzielle Unterstützung bekommen, um ihr Leben absichern zu können. Im Jahr 2009 gab es bei den Ausgaben eine Steigerung von 6%, bei den Anspruchsberechtigten eine Steigerung von 4,5%. Vizebürgermeister Sprenger geht davon aus, dass auch heuer aufgrund der wirtschaftlichen Lage die Ausgaben etwa auf dem Niveau des vergangenen Jahres oder möglicherweise etwas höher anfallen werden. Weitere Informationen zum Thema Grundsicherung finden Sie auch im Internet unter www.innsbruck.at.